Wake me when it's Christmas. Ja! Aufstehen! 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 Es ist Weihnachten! Ja! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas. Guten Morgen, meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt richtig gehört, es ist Weihnachten! Endlich! Wie lange habe ich jetzt da drauf hingefiebert, bitte? Ein Jahr, um genau zu sein. Ja, aber heute ist nicht nur Weihnachten, sondern auch Jennifers 16. Geburtstag. Und bevor wir jetzt aufstehen und rübergehen, haben wir eine ganz, ganz kleine Torte besorgt mit ganz vielen Kerzen und wir werden sie gleich überraschen, oder? Ja? Happy Beer. Happy Beer. Beer. Happy Birte. Oh, scheiße, das passt nur ein. Müssen wir halt ein bisschen improvisieren. So ist nicht nur, ich tue es ein bisschen weiter rüber. Wir haben heute übrigens weiße Weihnacht. Seht ihr das? Ich glaube, heute haben wir 22 Grad oder so. Die andere. Schade. Hallo? Jenny. Komm mal her. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Schwesti. Happy Birthday to you. Ja, ja, du musst dir was wünschen davor. Ich glaube nicht, dass ich voller Wachs bin. Oh! Wow. Sweet 16! Und jetzt ist Gesicht. Warte! Warte, da muss ich aber erst die Kerzen wegmachen. Das ist so ein Brauch am 16. Happy, happy, happy birthday! Sag Happy Birthday, Tante! Danke! Happy, happy Birthday! Wir sind jetzt alle ready. Ab in die Startlöcher! Auf die Plätze! Ready? Nein, jetzt warte, Schatz! Bevor wir jetzt aber ganz traditionell. Wie bevor wir anfangen? Ich was? Bin in den Startlöchern, ich will irgendwie auspacken. Mia ist auch in den Startlöchern. Bevor wir jetzt aber anfangen. Hallo! Hallo, ich hab noch nicht ausgesagt. Go! Okay, kurze Pause. Kurze Pause. Das ist jetzt gerade euer Ernst. Hallo, Familie Harrison. Bevor wir jetzt anfangen, ganz traditionell in der Früh nach dem Aufstehen die Geschenke auszupacken, müssen wir noch unseren Weihnachtstanz machen. Ja. Ihr müsst auch mit tanzen. Die haben übrigens, wurden sie verpflichtet von mir, diese Pullis anzuziehen. Ja, hier muss Christmas-Stimmung reinkommen. Genau, jetzt werdet ihr das gleich sehen. Freestyle, okay? Auf die Plätze. Fertig. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the
Sarah hat es mal wieder geschafft, euch alle zum Tanzen zu bringen. So ist es. Boah, und meine Knie, Alter. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt werden Geschenke ausgepackt. Woo, woo. Oh. Was ist das? Sie mal hier weiterpacken. Sie mal jetzt sehen. Oh, nochmal, hier. Oh. Schau mal, bitte, wie süß. Eine neue Puppe. Ja. Ist das deine? Das ist deine. Ein Beutel mit einer Mandarine. Das geil. Ist eine original Gucci Mandarine. Wie geil. Du hast ein Freustück da drüber. Ja. Danke. Vitamine sind immer wichtig, Leute. Immer. Nein, Spaß. Okay, warte. Das ist für Tobi. Ja. Das ist für dich. Das jetzt ist die ganze Mandarinenbox. Ja. So wie im letzten. Nee, diesmal Orangen. Oh, leck mir am Socken. Wie geil. Taugt er dir? Ja, sehr. Mega. Geil, danke schön. Mia klaut deine Mandarine. Ja, einfach meine Mandarine. Sag Mama, bitte schälen. Die gehört eigentlich im Umschick. Aber wenn du es kriegst, bist du soweit? Wie neugierig Mia ist, gell? Voll schön. Gefallen sie dir? Ja. Ja. Mega. Die sind so schön. So, eins habe ich noch für dich, eine Kleinigkeit. Meine Einhornhülle. So, ich durfte mir ja mein Weihnachtsgeschenk selber aussuchen. Und ich freue mich jetzt voll, dass ich es endlich auspacken darf und endlich auch verwenden darf. Ich konnte die letzten Tage gar nicht abwarten. Und jetzt zeige ich euch mal meine Ausbeute. Wie schön ist die Tüte? Dieses Glitzern in den Augen. Und das ist aber auch nicht das Einzige, was ich mir aussuchen durfte. Denn ich bin wieder eskaliert und bin mit zwei Teilen rausgegangen. Und hier ist das zweite Teil. Und das habe ich mir schon lange gewünscht, weil ich das mal auf einem Bild gesehen habe von jemandem. Und seit dem Moment habe ich diese Schuhe gesucht. Okay, jetzt habe ich schon verraten, ich habe Schuhe bekommen. Und das sind meine neuen Schuhe. Stylo. Schön, gell? Die sind echt super. Und die sind auch super bequem, auch wegen dem Absatz. Oh, ein Schmusituch von deiner Tante, oder? Da steht was, guck mal. Mia, wir wünschen dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir vermissen dich und deine Eltern und haben euch ganz doll lieb. Oha. Hey, wie krass ist das? Schau das mal an. Boah, voll geil. Oh, so habt ihr uns alle immer bei euch, egal wo ihr seid. Wir haben euch lieb und sind mega stolz auf euch und werden immer hinter euch stehen und für euch da sein. Oh, wie schön ist das bitte. Oh, und guckt mal, da sind so viele schöne Bilder. Da, Tobi und Papa. Da waren wir alle in Kroatien. Das war die Firmung von der Jenny, die Elaine. Oh mein. Schatz, jetzt bist du dran. Es ist nur ein Zettel, aber da ist ein Bild drauf und da steht: PS, dein Geschenk ist in München. Einerseits sehr schön, weil es groß ist und ich nicht wüsste, wie ich zurückkommen würde, aber. Ach, da ist ein Bild drauf vom Geschenk, ja, oder was? Andererseits hätte ich es gerne hier. Zeig mal.
Ein Patriots-Helm. Das ist ein Snack-Helm. Was ist das? Ein Snack-Helm. Da kannst du den Deckel da oben wegmachen und dann kannst du da zum Beispiel Chips reintun. Und vorne am Gitter sind auch nochmal zwei Snackschalen. Passend zum Super Bowl, wenn ich pünktlich zurück in Deutschland bin. Oh, ich habe einen Gutschein bekommen fürs Musical. Welches? Egal. Darf ich mir aussuchen? Ich weiß eh schon, welches du nimmst. Ich will unbedingt Aladdin anschauen. Das weiß ich schon. Das ist mir schon klar. So, jetzt kriegt Domi noch sein Geschenk von mir und er weiß nicht, was da drin ist, weil ich habe das hinter seinem Rücken eingekauft, zusammen mit Mia, gell? Dass du sowas kannst. Gell? Das ist, aber ganz kurz, egal was jetzt drinnen ist, ich finde es schon mal schade, weil ich glaube, da ist kein Apfel drin. Und wenn, dann Schatz. Ist es ein sehr kleiner Apfel. Mach schnell auf, nicht, dass er keine Luft mehr kriegt. Jeffrey, ich komme und hol dich. Jeffrey! Schatz, in dem Karton sind keine Löcher. Nicht, dass der schon tot ist. Jeffrey! Jeffrey! Jeffrey? Da ist kein Jeffrey. Schatz, jetzt freu dich doch auch über was anderes. Jeffrey? Du bist so blöd, ey. Eine Brille! Ach, endlich! Endlich! Eine Brille in meiner Größe! Yeah! Ja, seht ihr, die passt mir sogar. Die hat er schon mal anprobiert, wo wir unterwegs waren. Und jeder von euch hat immer kommentiert, dass die andere Brille Domi zu klein ist und so. Und deswegen habe ich ihm eine neue gekauft. Nein. Freust du dich darüber? Ja! Weißt du was? Ich nenne die Brille einfach Jeffrey. Ich schwör, Schatz, du weißt doch, dass ich dir keine Affe schenken kann. Ja, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Jetzt hör auf, du hast schon ein schlechtes Gewissen. Es ist ja noch Neujahr und ich habe ja auch noch Geburtstag. Oh. Oh mein Gott! Wir haben jetzt gerade Frühstück vorbereitet. Wir werden jetzt gemeinsam unser Weihnachtsfrühstück halten. Ja. Ganz traditionell. Ganz traditionell, wow. Und normal wie immer. Es gibt Bagels mit Eier und Mia isst Toast. Nein. Ja. Wir waren gerade zusammen in der Badewanne und machen uns jetzt ready und richten uns, damit wir noch ein bisschen rausgehen können. Dann wollten wir eigentlich noch meinen Geschwistern das Hollywood-Sign zeigen, fahren noch ein bisschen draußen rum, weil heute ist ja eh gar nichts los draußen, weil wirklich alle bei ihren Familien sind und zu Hause feiern. Ja, und dann werden wir auch schon das große Dinner vorbereiten. Dommys Papa kommt dann auch noch dazu, der bringt übrigens den Truthahn mit. Aber wir werden alles versuchen mit der Kamera festzuhalten, also bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, uns alle zu richten, ne? Und wir sind eigentlich auch schon bereit für das Dinner. Wir werden jetzt aber noch ein bisschen rausgehen, am Hollywood Sign vorbeifahren und am Griffin Park vorbeifahren. Einfach, dass sie die zwei Aussichtspunkte mal gesehen haben. Und da werden wir dann auch ein Weihnachtsbild schießen für unsere Familie. Ja, bist du der Weihnachtsmann? Ha? Ja, der Weihnachtsengel. Domi hat gleich seine neue Brille angezogen. Also, selbstverständlich. Sieht echt gut aus, Schatz. Ich weiß. Ja, und wir drei haben unsere neuen Schuhe an. Alle voll happy. Yeah. Du auch, gell? Mit deiner Puppe. Unser Trip ist schon wieder beendet und wir sind zu Hause. Wir bereiten gerade alles vor, das zeige ich euch. Davor wollte ich euch noch was zeigen. Ja, wir haben nämlich am Hollywood Sign ganz kurz, wirklich, es waren vielleicht insgesamt 7-8 Minuten angehalten, ne? Und wir haben einen Strafzettel bekommen. Und der Strafzettel ist so toll.
teuer. Wir müssen $93 bezahlen. Aber da konnte man nirgends anhalten und wir wollten das Bild machen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, ein Ticket zu bekommen. Also wir sind tatsächlich selber schuld. Ja, hier wird unser Dinner stattfinden. Wir sind gerade dabei, alles hin und her zu räumen, umzuräumen. Wir haben jetzt den Tisch als Sitzbank hergenommen. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Und wir haben auch nur 4 Schüsseln und eine Plastikschüssel haben wir halt jetzt noch hingestellt. Genau, und das wird jetzt noch alles gedeckt. Und hier in der Küche, Jenny ist fleißig. Ich bin fleißig. Ja, voll. Sie hat Kartoffeln geschält und schnipselt die klein, weil wir machen noch Kartoffelpüree. Genau, und da habe ich auch schon die Suppe aufgestellt und die Soße. Und Domi holt gerade seinen Papa ab und der bringt dann auch den Truthahn mit und Mac and Cheese und Buttersmash-Cake, keine Ahnung. Ah! Ja, okay, ganz egal, gell? Hauptsache es schmeckt. Die Männer sind da. Oh, hello. Oh, oh mein Gott. Hi. Hello. Oh, oh, sorry. I don't know why you're sitting here. I was trying to close the door. Ist da die Gans versteckt? Yes. Die Pute. Was hast denn du bekommen? Yes. Einen Schaukelstuhl. Hat es der Opa mitgebracht? Oi. Andersrum? Papa zeigt dir. Oh. Yeah. Yeah. You can whip. Jetzt zeig mal her, das gute Stück. Ta 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 ta. Oh, oh geil. Okay, that's enough. Mais haben wir jetzt auch noch. Und wir machen hier gerade noch den Kartoffelbrei. Hier ist das Mac and Cheese noch drin. Also wir haben reichlich an Essen. So, guten Appetit. Piep, piep, piep. Wir warten auf dich jetzt. Ja, ich komme schon. Jetzt wird's ernst, Leute. Oh mein Gott. Jetzt wird gegessen. Hier Mac and Cheese selber gemacht. Wow. Oh mein Gott. Schmeckt sie mir? Nein! Wir haben ihr extra so ein Riesenlätzchen angezogen, dass sie komplett mitessen kann. Ja, und uns schmeckt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir saßen jetzt noch ewig zusammen und Tobias ist schon in der stabilen Seitenlage. Jennifer ist schon in der Embryo-Stellung und wir grüßen jetzt noch jemanden. Und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Amanta Devi. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Ich bringe jetzt die Mia ins Bett und wir werden dann im Anschluss noch einen Weihnachtsfilm anschauen. Den habe ich mir gewünscht. Ich bin eher für einen Horrorfilm. Den habe ich mir gewünscht. Mal schauen, wer gewinnt. Horror. Ihr wisst Euer alle sind für Horror. Aber, es ist aber im Endeffekt wissen wir alle, dass Sarah wieder gewinnt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst euch auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Oder morgen. Peace. Tschüss.